Willkommen, in diesem Video geht es um die Funktionen der Lagerhaltung. Wir schauen sie uns erstmal im Überblick an. Da ist einmal die Sicherungsfunktion des Lagers. Dann ist da die Überbrückungsfunktion des Lagers. Die Spekulationsfunktion. Und die Umformungsfunktion, ich erkläre das alles noch genau, sowie die Veredelungsfunktion. Wir gehen also jetzt hier in diesem Video, in dieser Mindmap von 5 Funktionen aus. Es gibt Lehrbücher, wo auch noch von einer Entsorgungsfunktion des Lagers die Rede ist. Damit will man sagen, dass auf dem Lager auch aussortiert wird und entsorgt wird. Das ist richtig, aber wir nehmen das hier jetzt nicht auf. Wir bleiben jetzt bei der eigentlichen Lagerfunktion und nicht den nachgelagerten Dingen, wie zum Beispiel die Entsorgung. Wir beginnen mit der Sicherungsfunktion. Und die Sicherungsfunktion ist eigentlich vom Begriff her schon sehr klar. Was wird sichergestellt? Gesichert wird die Verfügbarkeit. Ja, die Verfügbarkeit von von zum Beispiel Rohstoffen oder auch Halbfertigfabrikaten oder auch, wenn es um den Handel geht, von Waren. Ja, dass das Lager sichert, dass diese Dinge verfügbar sind, damit, ja, Verfügbarkeit von diesen Dingen, damit lückenlos, und jetzt müssen wir nur entscheiden, je nachdem, ob Produzent oder Handel, produziert. Oder verkauft werden kann. So, das ist die Sicherungsfunktion. Kommen wir zu der nächsten Funktion, zu der Überbrückungsfunktion. Und da brauchen wir einfach auch ein bisschen mehr Platz hier, denn die Überbrückungsfunktion lässt sich nur erklären, indem wir 2 weitere Begriffe hier einführen, nämlich den Mengenausgleich und den Zeitausgleich. So, also im Zusammenhang mit der Überbrückungsfunktion braucht man diese beiden Begriffe. Worum geht es dabei bei der Überbrückungsfunktion? Es geht um Unabhängigkeit vom Zulieferer. Ja, und da mit im Zusammenhang steht der Mengenausgleich und der Zeitausgleich. Mit der Unabhängigkeit vom Zulieferer. Was ist der Mengenausgleich? Der Mengenausgleich ermöglicht die durchgehende Produktion. Und zwar, was wird eigentlich überbrückt? Ja, unabhängig vom Zulieferer, genauer müssen wir sagen, von Lieferproblemen und von Transportproblemen. Ja, so kann man sich das merken. Überbrückungsfunktion. Was wird überbrückt? Überbrückt werden Lieferprobleme des Zulieferers. Das bedeutet, er hat das, was wir brauchen, im Moment selber nicht. Und Transportprobleme bedeutet, er hat es, aber es gibt Schwierigkeiten auf dem Weg zu uns. Ja, das wird überbrückt. Dabei geschieht der Mengenausgleich. Wir haben also durchgehend genug Mengen, um zu produzieren bzw. zu verkaufen. Ich verzichte jetzt noch auf diesen Schlenker. Na, Sie wissen das schon von hier oben. Na, es geht um
je nachdem, Lager für die Produktion oder Lager für den Verkauf, muss ich jetzt nicht immer aufführen, denke ich mir, durchgehende Produktion. So, und Zeitausgleich, es wird also Zeit überbrückt. Zeit wird überbrückt, während oben quasi Mangel an Mengen überbrückt wird. Und zwar, welche Zeiten zwischen Lieferung und Bedarf in der Produktion. Ja, diese Zeit wird überbrückt. Dann wird überbrückt die Zeit zwischen Fertigung und Absatz. Und es wird überbrückt die Zeit zwischen Absatz und Lieferung. Da jeweils spielt das Lager eine wichtige Rolle. Ja, wir haben produziert, aber der Verkauf kann möglicherweise nicht so schnell oder so viel verkaufen, wie wir produziert haben. Da wird die Zeit überbrückt, ja, bis das wirklich auch alles verkauft wird. In dem Fall speichert das Lager die Produkte, bis es eben verkauft ist. Und die Zeit zwischen Absatz und Lieferung ist die Zeit, Absatz ist im Grunde hier der rechtliche Aspekt, der Vertrag wird geschlossen und dann wird geliefert. Auch in dieser Zeit haben wir das Lager in seiner wichtigen Überbrückungsfunktion, dienen zum Zeitausgleich, um diese Zeiten hier auszugleichen. Ja, denn wenn das alles hier zeitgleich passierte, dann bräuchten wir das Lager nicht. So kann man es auch sehen. Ne? So, das ist die Überbrückungsfunktion. Dann haben wir die Spekulationsfunktion. Hier, denke ich, wird vom Wort her relativ klar, um was es hier geht. Wir merken uns hier bei der Spekulationsfunktion, die kommt vor allem bei Preissteigerungen ins Spiel. Ja, bei Preissteigerungen kann man auf Vorrat kaufen und natürlich kann man auch Preisvorteile nutzen. Man kann zum Beispiel zu einer Zeit einkaufen, wo die Rohstoffe günstiger sind. Ja, manche Rohstoffe sind ja saisonal abhängig, ja, zum Beispiel Erntezeit, da ist das im Überfluss vorhanden und wenn eben gerade keine Erntezeit ist, sondern das Ganze wieder wächst, dann ist es möglicherweise teurer. So kann man also Preisvorteile nutzen, indem man zu den Zeiten, wo ein Produkt, ein Gut, eine Ware, ein Rohstoff, was immer im Überfluss zur Verfügung steht, günstig einkauft. Und man kann natürlich, das ist ähnlich wie Preisvorteile nutzen, Sonderangebote nutzen und Mengenrabatte. Ja, natürlich ist der Mengenrabatt auch ein Sonderangebot. Ein anderes Sonderangebot könnte jetzt sein, kaufen Sie so und so viel von A und Sie kriegen noch was von B dazu. Ja, während Mengenrabatt bedeutet, dass man eben, wenn man eine größere Menge kauft, der Preis pro Mengeneinheit günstiger wird. Ja, die Dinge gehen sehr stark ineinander über. Natürlich ist das dann auch wieder ein Preisvorteil. Ja, alle diese Dinge kann man nutzen, wenn man ein Lager hat. So, dann kommt die Umformungsfunktion. Umformungsfunktion spielt vor allem eine Rolle im Handel. Die Ware wird, und jetzt kommen hier drei Dinge, die man sich merken kann, sie wird umgefüllt. Ja, zum Beispiel wird Ware oft in sehr großen Behältnissen angeliefert, manchmal sogar in Containern oder auf Paletten. Aber der Kunde, der kauft immer nicht eine Palette. Ne? Wird also umgefüllt. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass die Ware umgefüllt wird in verkaufsfähige Behälter. Ja? Also umgefüllt in verkaufsfähige, also Mengen ist damit gemeint, Behälter.
die der Kunde auch wirklich abnimmt. Ja, wir können ja nicht sagen, lieber Kunde, hier nimm mal direkt eine Palette. Dann sagt der Kunde, wo soll ich das denn hin tun? Denn der Kunde hat, ja, ein bisschen Lager hat er vielleicht auch, aber jedenfalls nicht so wie der Handel. So, also umgefüllt wird in verkaufsfähige Behälter zum Beispiel oder auch gemischt für Sortimente, ja, um ein bestimmtes Sortiment zusammenzustellen, das man dann als Sortiment, als Mischung verkauft. Denken Sie an eine Süßwarenmischung hier zum Beispiel, ja, ein bisschen von den Pralinen zum Beispiel, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ja, gemischt für ein Sortiment. Oder die Ware wird sortiert nach zum Beispiel Kleidergrößen. Ja, sie wird möglicherweise nicht so angeliefert, aber auf dem Lager wird sie dann sortiert nach Kleidergrößen, weil der Kunde eben, wenn er Kleidung kauft, erstmal natürlich guckt nach seiner Größe. Dann haben wir noch die Veredelungsfunktion. Das bedeutet, wir haben eine Qualitätsverbesserung durch Lagerung. Ja, und zwei Beispiele kann man sich hier merken. Wein, also zum Beispiel Wein oder auch zum Beispiel Käse. Ja, man kann sich hier auch Whisky merken. Auch da heißt es ja, das wird sehr lange in Holzfässern gelagert, um dann entsprechend veredelt zu werden, damit es diesen berühmten Geschmack dann erreicht, wenn das stimmt, was die Werbung da sagt. Ja, also das gibt es eben auch, dass auf dem Lager selber durch die reine Lagerung eine Veredelung stattfindet. So, damit haben wir die fünf Funktionen, die wir hier beleuchten wollten, haben wir beleuchtet. Die Sicherungsfunktion vom Wort her sehr klar im Grunde. Na, es geht um Verfügbarkeit. Ja, für lückenlose Produktion oder lückenlosen Verkauf. Die Überbrückungsfunktion ein bisschen schwieriger. Da merkt man sich den Mengenausgleich und den Zeitausgleich. Überbrückt werden sollen die Schwierigkeiten, die ein Zulieferer haben kann, ne, durch Lieferprobleme oder auch durch Transportprobleme. Und da muss man eben Mengen überbrücken und auch Zeiten überbrücken bzw. ausgleichen. Und deswegen braucht man hier diese beiden Begriffe bei der Überbrückungsfunktion. Der Rest wieder relativ klar, Spekulationsfunktion, da merkt man sich die Preissteigerung. Bei der Umformungsfunktion merkt man sich, dass die Ware umgefüllt wird oder sortiert wird oder gemischt wird. Und bei der Qualitätsverbesserung kann man sich Wein oder Käse als sehr konkretes Beispiel merken, dass Ware durch Lagerung verbessert wird in der Qualität. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.